Herzlich willkommen zur Vortragsreihe des GUD, des Instituts für Gesellschaft und Digitales. Schön, dass Sie und ihr alle hier seid und dass wir wieder hier sind. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause sind wir sehr froh, den GU-Dialog heute und hoffentlich auch in Zukunft wieder analog und in Präsenz durchzuführen. Allerdings ist noch, aber das sehen, wissen Sie alle, das sehe ich, noch ist Maskenpflicht in den Gebäuden der FH, außer für die Vortragenden, wenn sie hier genug Abstand haben. Gut, ich bin dann mal offline, heißt der heutige Vortrag, in dem es um die gesundheitlichen Risiken exzessiver digitaler Mediennutzung geht. Ab wann wird das Problem zur Sucht, etwa zur sogenannten Gaming Disorder, ja, eine Art Spielesucht? Und was kann man dagegen tun? Ja, im Nachhinein und auch präventiv. Solche und ähnliche Fragen beantwortet unser Gast, der Psychologe Professor Dr. Florian Rehbein. Hallo und schönen Dank, dass du heute hier bist. Er ist am Fachbereich Sozialwesen Professor für Suchthilfe und Suchtprävention in der sozialen Arbeit und er ist Mitglied unter anderem in der Gesellschaft für Suchtforschung und Suchtprävention. Ja, nach dem Vortrag, wie üblich, Zeit für ein paar Fragen und dann auch anschließend noch gerne das Gespräch, den Dialog weiterführen im Foyer. Dann gibt es da noch Stullen vom Dreiklang und alkoholfreie Getränke. Ja, wunderbar. Damit übergebe ich das Wort an dich. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für die einführenden Worte. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich freue mich, dass tatsächlich auch einige hergekommen sind, trotz des schönen Wetters, um diesem Vortrag zu lauschen, wo es ja eigentlich gerade darum geht, eher im stillen Kämmerchen vielleicht zu sitzen, um Medien zu konsumieren. Das ist ja eher das heutige Thema, Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit digitaler Mediennutzung. Ich starte mal ein bisschen mit der Ausgangslage, basierend auf Studien, die ja alljährlich, kann man sagen, veröffentlicht werden, gerade hier vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Das wird wahrscheinlich sogar einigen auch ein Begriff sein. Das sind also Repräsentativbefragungen, die mit verschiedenen Alterspopulationen in Deutschland regelmäßig aktualisiert werden. Einmal die KIM-Studie hier für die 6- bis 13-Jährigen, aber auch die JIM-Studie mit 12- bis 19-Jährigen. Und dann in etwas weiterem Abstand dann auch wird immer mal geschaut, wie sieht es im Vorschulalter aus mit der Mediennutzung, mit den Medieninhalten, genutzten Apps, Vorlieben, die sich dann ja auch stark verändern. Das möchte ich gerne am Anfang mal heranziehen, um auch ein bisschen zu verdeutlichen, was sich eigentlich alles verändert hat in einem relativ kurzen Zeitraum. Also wir haben letztlich, wenn man das so beobachtet, einen ziemlich starken Anstieg der Ausstattung von Spielkonsolen und Computer, alleine schon zwischen 1990 und 2010. Hier kann man richtig schön beobachten, dass der so immer so graduell ansteigt. Dann wurde so ein Plateau erreicht und dann gab es so einen neuen Anstieg. Jetzt seit 2020, kann ja mal vielleicht jemand raten, woran das liegen könnte, ja, an wahrscheinlich Corona, also an der pandemischen Lage, die ihm dann dazu führt, dass solche Geräte dann auch wieder wichtiger werden, natürlich sowohl auch für Studium und Berufsschule, aber eben auch für Entertainment-Zwecke. Die Spielkonsole übrigens natürlich nur für Entertainment-Zwecke, das will ich auch noch mal eben vorweg sagen. Ja, besonders steiler Anstieg in der Ausstattung mit Smartphones kann man beobachten, binnen 10 Jahren tatsächlich, also zwischen 2007 und 2017. Ich weiß noch, als ich 2007 in den USA war und das erste iPhone so in der Hand hatte, noch ohne GPS, da dachte ich schon, wow, das ist ein magisches Gerät und tatsächlich, es hat nur 10 Jahre gedauert und haben wir eine Vollausstattung letztlich Jugendlicher mit diesem Gerät. Ich glaube, es hat es in der Geschichte auch noch nie gegeben, dass sich ein Medium so schnell verbreitet hat unter ja, jungen Menschen. Praktisch alle Jugendlichen verfügen inzwischen auch über einen heimischen Internetzugang. Das war auch nicht immer so. Ich selbst bin noch ohne Internet aufgewachsen. Dann irgendwann hatte ich so ein Modem, das geknarzt hat, erstmal, wenn ich da ins Internet wollte und dann eine unglaublich langsame Geschwindigkeit hatte. Man wusste auch noch gar nicht, was man im Internet machen soll. Dann hat man irgendwie so Zeitschriften gesucht, wo man dann wusste, was man da irgendwie anwählen kann. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Und natürlich eine vollkommen andere Situation heute. Ja, weitere Zunahme, Ausstattung von Tablets, auch im Zuge gerade der Corona-Pandemie. Und diese digitalen Medien, die haben natürlich eine ganz zentrale Funktion, um menschliche Bedürfnisse zu erfüllen. Das werden eigentlich alle wissen, die selber Medien nutzen. Und da stelle ich jetzt einfach mal, das werden Sie mehr oder weniger alle sein, die digitale Medien in irgendeiner Weise nutzen, vielleicht sogar intensiver bestimmte Anwendungen nutzen. Und das ist natürlich zum einen, sich unterhalten zu lassen, aber auch den Alltag zu organisieren, sich zu informieren, sich sozial zu vernetzen,
Erfolge und Belohnung zu erleben, vielleicht einfach auch Anerkennung durch andere zu erleben, das alles spielt eine Riesenrolle. Daran sieht man eben, dass das ganz zentrale menschliche Bedürfnisse sind, die durch digitale Medien auch adressiert werden. Hier sehen Sie so ein bisschen diese Entwicklung. Fernseher, da hat sich so gerade quasi gar nichts getan, kann man sagen, beziehungsweise gab es sogar eine leichte Abnahme. Hier sind wir mit 62% der Jugendzimmerausstattung gestartet 1986. Inzwischen liegen wir bei 50%. Die Spielkonsole, wie gesagt, hier der Anstieg, dann das Plateau, hier jetzt wieder so ein leichter Anstieg, dann hier Computer, da die Zickzackbewegung nach oben, Corona-bedingt sehr wahrscheinlich. Dann haben wir hier das Handy und der sehr steile Anstieg dann hier von der Orangenlinie, das ist die Smartphone-Ausstattung. Also tatsächlich eine fast schon dramatische Entwicklung in der Ausstattung. Und dann haben wir nochmal das Tablet, das tatsächlich jetzt immer noch im Vergleich zu den anderen Medien weniger Bedeutung hat. Aber man sieht hier auch, gerade 1920 hat sich doch einiges getan bei der Tablet-Ausstattung von Jugendlichen. Kommen wir jetzt zu einem wesentlichen Thema, um das es heute auch gehen soll. Jetzt kann man natürlich ganz viele Dinge machen. Man kann Social Media nutzen. Man kann letztlich kaufen im Internet. Man kann die verschiedensten Sachen machen, die auch belohnend sein können. Heute soll es vor allen Dingen gehen um digitale Spielenutzung. Und wenn man da mal die Zahlen anguckt, wie viel Zeit verbringen denn eigentlich Jugendliche mit Computerspielen statt im statistischen Durchschnitt? Dann hat man jetzt verschiedene Gruppen. Das sind die, die bis eine halbe Stunde spielen, halbe bis zwei Stunden. Das ist noch gar nichts im Übrigen. Ja? Also sieht man ja auch schon, das sind eher so unterdurchschnittliche Spielzeiten. Und hier wird es dann langsam interessant. Einmal schon die viel spielenden Jugendlichen. Und hier haben wir dann die sogenannten ja, 4 Stunden und mehr Spieler werden sie jetzt hier quasi genannt. Ab 4 Stunden, spätestens ab 4,5 Stunden sprechen wir eigentlich in der Forschung von einem exzessiven Nutzungsverhalten schon. Exzessiv heißt nicht pathologisch, heißt aber deutlich überdurchschnittlich. Das sind also Jugendliche, die sich so beim 90. Perzentil bewegen, also so viel spielen, dass nur 10% der Jugendlichen überhaupt so viel oder noch mehr spielen wie die betreffenden Jugendlichen. Und das sind immerhin 16%, die das tun. Bei den Jungen sogar 23%, die ein solches, sage ich mal, fast exzessives Spielverhalten aufweisen. Also jeden Tag wirklich 4 Stunden und mehr mit alleine mit Computerspielen verbringen. Also Videospiele, Computerspiele, Mobile Games, stationäre Spiele, also natürlich alles sozusagen zusammengerechnet, aber wirklich nur Gaming, nicht noch weitere Aktivitäten, die jetzt hier eingerechnet werden. Ja? Und das ist natürlich schon, ich meine, der Tag hat 24 Stunden und davon müssen wir auch so 7-8 Stunden schlafen. Da kann man sich ausrechnen, dass das doch fürs Freizeitmenü doch ein ganz großer Anteil ist, der mit diesen Spielen verbracht wird. Und daran erkennt man eben, wie beliebt das einfach ist. Ja? Also was man auch sehen kann, nur 8% sagen, sie spielen gar nicht. Ja? Also gar nicht zu spielen als Jugendlicher, zu sagen, ich interessiere mich gar nicht für Computerspiele, da gehört man in die Gruppe der größten Sonderlinge eigentlich hinein und ist sozusagen ja, der ungewöhnlichste Vertreter der eigenen Altersgruppe, damit zu sagen, gar nicht zu spielen. Was man auch sehen kann, ist hier der Unterschied im Ausgangsbildungsniveau. Hauptrealschülerinnen sind häufiger in der Gruppe der intensiveren Nutzer zu finden. 22% spielen da exzessiv, bei den Gymnasiastinnen sind es 12%. Da sieht man hier ein bisschen die Plattformen, die genutzt werden. Smartphone-Nutzung ist bei den Mädchen besonders relevant. Kann man hier ganz gut sehen bei dem grünen Balken. 61% sagen, ich spiele vor allen Dingen am Smartphone. Bei den Jungen ist es vor allen Dingen Computer, Laptop, wo gezockt wird. Ne? Also wirklich dann auch schon natürlich dann mit einer anderen technologischen Ausgangsvoraussetzung. Das heißt, da können auch elaboriertere Spiele genutzt werden, die komplexer sind, die eine bessere Grafik haben, die auch tatsächlich die Vernetzung mit mehr anderen Spielern zulassen und so weiter und so fort. Das heißt, da ist immer noch sicherlich ein technischer Fortschritt sozusagen in dem Sinne zu verzeichnen, dass die Spiele elaborierter sind. Natürlich sind die Smartphone-Spiele auch inzwischen nicht mehr so weit davon entfernt. Ja, virtuelle Realität ist jetzt auch da, schon ein bisschen länger, ist immer noch nicht so richtig, obwohl es eigentlich Massenmarkt sein soll, noch nicht so ganz dort angekommen. Bei den Jugendlichen sagen 5%, sie nutzen Virtual Reality. Also wenn man jetzt mal vergleicht mit den Zahlen, wie viele Computer spielen, ist es eben nur ein kleiner Anteil, die auch wirklich schon Zugang zu Virtual Reality Technologie haben. Da wissen wir natürlich auch noch nicht, wie entwickelt sich das weiter. Also sprich, wenn das günstiger wird, wenn die Usability besser wird, das heißt, die Spiele zugänglicher werden, vor allem die Hardware noch einfacher zu nutzen ist, zum Beispiel mit dieser Verkabelung ist sicherlich noch immer ein Hindernis. Und auch wenn einfach die Anzahl der verfügbaren Spiele wächst, dann kann das sich auch nochmal verändern. Dann können wir vielleicht auch da eine Bewegung erkennen, dass mehr
also Virtual Reality einfach eine größere Bedeutung hat im Gaming. Genau, also nochmal wichtig zusammengefasst, 8% nutzen gar keine digitalen Spiele von den Jugendlichen. Wenn man jetzt mal die durchschnittlichen Spielzeiten anguckt, ne, also nicht nur diese Gruppierung macht, sondern mal guckt, wie viel spielen die da so im Durchschnitt, dann kann man sagen, Jugendliche spielen im Durchschnitt 121 Minuten täglich, Jungen 160 Minuten, Mädchen 81 Minuten an Werktagen und an Wochenendtagen nochmal entsprechend mehr. Da sind es dann 145 Minuten, bei den Jungen 189, bei den Mädchen 98. Ja? Also hier jetzt nicht die Unterteilung nach bestimmten NutzerInnengruppen, sondern wiederum eine durchschnittliche Spielzeit, die immer abgetragen ist. Und eben, wie gesagt, die Jungen spielen eben am PC, die Mädchen am Smartphone. Man kann ganz gut zeigen, dass tatsächlich in der Pandemiephase, ich will jetzt immer am liebsten sagen, jetzt sind wir schon durch mit der Pandemiephase. Ich glaube, das wollen wir alle am liebsten sagen. Letztlich weiß es natürlich noch keiner so richtig. Man kann aber erkennen, dass es jetzt wieder so ein bisschen abzunehmen scheint mit der Spielzeit. Aber wir sind immer noch nicht auf dem Niveau vor der Pandemie, was die Spielzeit angeht. Gleichzeitig haben wir Daten, die darauf hinweisen, dass der Anteil von tatsächlich abhängigen Computerspielern, dazu natürlich gleich noch mehr in meinem Vortrag, was das jetzt genau sein soll, deutlich zugenommen hat im Rahmen der Corona-Pandemie und dass wahrscheinlich relativ viele Personen, die vorher riskant Computerspiele genutzt haben, also noch subklinisch, noch nicht wirklich abhängig genutzt haben, aber schon ein bisschen riskant gespielt haben, dass die jetzt in die Gruppe übergewechselt sind, der sogenannten abhängigen Spielerinnen und dann entsprechend deswegen hier die auch die erhöhten Prävalenzwerte dann zu erklären sind. Dazu aber gleich nochmal mehr, da habe ich jetzt ein bisschen, bin ich schon ein paar Schritte zu weit gegangen, da gehen wir gleich nochmal auf die Diagnostik und so weiter ein. Eine letzte Folie habe ich jetzt noch mitgebracht hier, also als Ausgangsbasis nochmal zu den Kleinkindern. Auch da scheint sich so ein bisschen was verändert zu haben. Wir stellen doch jetzt fest, so mit der neuen Mini-KIM-Studie, dass Computerspielnutzung im Vorschulalter auch schon einen höheren Stellenwert hat. Das ist sehr wahrscheinlich bedingt auch gerade durch Tablets und Smartphones, die das ja ermöglichen. Und wir haben immerhin bei den 2- bis 3-jährigen Kindern schon so 8%, wenn man diese beiden Gruppen zusammenrechnet, die schon regelmäßig Bildschirmspiele, also digitale Spiele nutzen. Und bei den 4- bis 5-jährigen haben wir sogar schon, wenn man die Gruppen hier zusammenfasst, so um die 26%, die digitale Spiele regelmäßig nutzen. Das heißt, einen relativ frühen Einstieg in das Spielen, von digitalen Spielen. Gleichzeitig haben wir auch Daten, die darauf hinweisen, dass die KlientInnen, die tatsächlich mit Problemen im Zusammenhang mit Computerspielnutzung vorstellig werden, auch immer jünger werden. Das ist so eine Entwicklung, die auf jeden Fall Sorge machen kann und was man sicherlich weiter verfolgen muss. Jetzt möchte ich nochmal eine ganz kurze Einordnung machen, denn heute soll es ja vor allen Dingen um Gaming Disorder gehen und vor allen Dingen auch so ein bisschen, ich habe das angedeutet im Titel ja auch, psychische Gesundheit im Zusammenhang mit digitaler Mediennutzung. Es gibt also noch viele weitere Bereiche, die wir heute nicht behandeln können, hier im Rahmen dieses Vortrags. Ja, also sowas wie die Frage, kann Mediennutzung auch körperliche Beeinträchtigungen bewirken? Kann das auch akademische, berufliche Leistungsdefizite bewirken? Problematisches Sozialverhalten, Aggressivität ist ein großes Thema auch sicherlich. Darüber kann man auch lange sprechen, diskutieren, referieren. Und auch Beeinträchtigung der Eltern-Kind-Interaktion. Heute soll es aber vor allen Dingen um psychische Beeinträchtigungen um den riskanten und abhängigen Konsum von Computerspielen hier gehen. Das lasse ich mal aus Zeitgründen weg. Das wäre ein ganz lustiger Clip gewesen, aber den brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Und ich möchte mal erstmal anfangen mit Smartphone-Nutzung an sich. Und Smartphone-Nutzung, da gibt es eine ganz interessante Studie von Markowitz 2015, die also wirklich 60.000 Smartphone-Nutzer und deren Verhalten getrackt haben mit so technologischen Mitteln, also wirklich mit so einer App, die dann aufs Handy geladen wurde. Da konnte man genau sehen, wie mit dem Handy umgegangen wird. Und die haben festgestellt, so ein Smartphone wird im Durchschnitt 53 Mal täglich entsperrt, um damit zu interagieren. Alle 18 Minuten wird der Tagesablauf durch Smartphone-Nutzung unterbrochen. Bedeutet jetzt zum Beispiel auf diesen Vortrag bezogen, dass Sie eigentlich statistisch gesehen so 3 bis 4 Mal den dringenden Impuls verspüren müssten, Ihr Smartphone aus der Tasche zu holen und etwas nachzusehen. Sie können ja mal selber eine Strichliste führen, ob das hinkommt. Aber so wäre es anhand dieser Daten zu erwarten. Im Durchschnitt verbringen wir täglich 2,5 Stunden mit dem Smartphone. Was denken Sie denn, wie lange wir mit dem Telefonieren mit dem Smartphone so im Schnitt verbringen täglich? Wer will mal raten? 10 Minuten. Sehr gut geschätzt. Das sind 7 Minuten.
Ja? Ich weiß noch, als ich mir mein erstes Handy gekauft habe, da habe ich das wirklich gekauft, weil, oh Mensch, cool, ich habe ein Telefon dabei, ich kann telefonieren, wenn ich unterwegs bin. Ja? Das ist tatsächlich nicht mehr die Hauptfunktion. Vielleicht muss man es einfach nochmal umbenennen in Smart Case. Keine Ahnung, Smartphone. Weiß nicht, ob das Phone überhaupt noch wichtig ist. Und im Zuge dieser starken Nutzung, die wir mit dem Smartphone verbinden, kann man sich ja vielleicht manchmal auch wünschen, Mensch, eigentlich müsste ich doch mal das Ganze reduzieren. Ich bin ja ständig am Smartphone. Und wenn ich am Smartphone bin, dann bin ich am PC. Und wenn ich am PC bin, dann bin ich an der PlayStation oder wie auch immer. Wäre es nicht schön, einfach mal wieder zu sagen, hey, ich bin mal off, Urlaub vom digitalen Stress. Ich lasse das Smartphone zu Hause, ich gehe raus, versuche den Alltag mal zu vergessen, ein bisschen zu entspannen. Das wären ja so mögliche Bilder. Aber die Realität sieht ja häufig leider so aus, dass wir das machen, um Stress abzubauen. Wir kommen nach Hause, sind völlig fertig. Und was machen wir? Netflix-Streaming oder Gaming oder Social Media nutzen. Und das ist natürlich jetzt so die Frage. Natürlich kann man sowas machen. Das funktioniert auch tatsächlich. Also nachweislich insofern, dass man ja seine Gefühle regulieren kann über Mediennutzung. Ja? Also Mood-Management. Ich kann ja durch Mediennutzung meine Gefühlslage verändern in eine positive Richtung. Das hat natürlich aber dann tatsächlich kann es, wenn ich das missbrauche, also wenn ich das irgendwann meine einzige Strategie ist, um mit Stress umzugehen, dann kann das ein Problem werden. Dann sprechen wir von dysfunktionaler Stressregulation und dann kann das Ganze ein Ausgangspunkt tatsächlich sein für eine problematische Nutzung. Also wenn ich sozusagen nur noch über diese Strategie verfüge, um Stress abzubauen, kann das auch der Ausgangspunkt von einer Problemlage sein. Ja, digitale Medien können nämlich durchaus auch Stressoren sein. Sie werden auch als solche wirklich auch wahrgenommen, wenn man in Befragungsstudien nachschaut. Digitale Medien können also zu einem Verschwimmen der Grenzen zwischen Arbeitsplatz, Zuhause beitragen, ständige berufliche Erreichbarkeit und so weiter. Oder auch sowas wie Fear of Missing Out, dass man Angst vor sozialer Zurückweisung hat. So nach dem Motto, du antwortest ja nie auf deine so schnell genug auf meine WhatsApp-Nachrichten, hast du mich nicht mehr lieb oder so. Das hat jetzt diesmal ja 10 Minuten gedauert. Oder, keine Ahnung, man verpasste irgendwas Wichtiges, man hat nicht nachgeschaut und dann ist ein Treffen und man ist nicht dabei. Ja? Also dieses Fear of Missing Out kann eine Rolle spielen, kann einen auch unter Druck setzen. Ja, sozialer Leistungsdruck, spätestens dann eben auch so in Games, aber auch in sozialen Medien. Ne? Also dieses, ich muss wieder was Tolles von mir posten irgendwie und zeigen, wie toll mein Leben ist. Oder ich muss wieder einen besonderen Erfolg in einem Spiel erzielen. Oder zumindest mal wieder mittrainieren mit meiner Spielegemeinschaft, dass wir auch wirklich Fortschritte machen, dass wir hochleveln, dass wir weiterkommen und so weiter. Das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Dann sowas wie Fragmentierung des Alltags, häufige Unterbrechung von Arbeit und Freizeit durch digitale Mediennutzung, Multitasking. Das kennen wir sicherlich auch alle irgendwie oder beziehungsweise wir führen wahrscheinlich alle Kämpfe so ein bisschen mit diesem Thema und unterschiedlich erfolgreich, würde ich sagen. Das kann nämlich dazu führen, dass man eben Schwierigkeiten hat, sich mal auf eine Sache zu konzentrieren, also wirklich mal einem Task sich zuzuwenden, sich nicht unterbrechen zu lassen und kann natürlich dann auch zu Unzufriedenheit führen, wenn die wichtige Aufgabe des Tages wieder mal nicht geschafft wurde. Eine ganz interessante Studie ist die Studie Zukunft Gesundheit 2019 gewesen, noch vor Corona. Die haben tatsächlich da auch mal gefragt, wie das ist mit der Mediennutzung und welche Relevanz das für Stress hat. Und Teilnehmerinnen, die sich jetzt nicht so gesund fühlen, die benennen Stress als Hauptsache ihrer gesundheitlichen Probleme. Das überrascht nicht. Das wissen wir auch so aus der Forschung, dass Stress ein ganz wesentlicher Faktor ist auch und auch ein Mediator letztlich für Stress erleben. 41% fühlen sich durch digitale Medien ziemlich stark oder sehr stark gestresst. Das ist doch schon mal eine ganz schön hohe Prozentzahl. Und wenn man dann mal fragt, was sind denn genau die Faktoren, die stressen an Medien? Dann tauchen eben diese Sachen auf, also sowas wie zu viel Ablenkungsmöglichkeiten, ständig erreichbar zu sein, allgemein in die Informationsflut, Sorge, was zu verpassen, Sorge, nicht schnell genug zu reagieren, Gruppenzwang und so weiter. Zum Beispiel hier auch ganz unten mit der geringsten Relevanz, aber immerhin auch 24%, die das angeben, erzwungenes Online-Sein, ausgelöst durch Belohnung, Prämie, zum Beispiel bei Online-Spielen. Das ist natürlich schon, wenn man das mal jetzt so betrachtet, könnte man wirklich sagen, ein neuer Stressor. Ich hatte Ihnen ja gezeigt, wie lange wir Smartphones haben. Ja? Steiler Anstieg, das gab es so vorher nicht. Also vor 2007 gab es diese Form von Stress, wenn überhaupt in anderer Form, aber nicht so gebündelt, dass so viele Stressoren durch ein Gerät medial vermittelt werden. Das muss man, glaube ich, tatsächlich mal so festhalten. Und kann natürlich dann verschiedene Auswirkungen haben, Müdigkeit, Probleme beim Einschlafen, Gereiztheit, Erschöpfung.
Das kann man auch nochmal allgemeiner sich angucken. Das ist so eine Liste von typischen Folgeerkrankungen, die drohen, wenn man chronischem Stress ausgesetzt ist, also wirklich auch unangenehmem Stress und den nicht kompensieren kann aus verschiedenen Gründen. Das kann mit einem selbst was zu tun haben. Das kann mit den Umständen, in denen man lebt, was zu tun haben. Dann drohen tatsächlich auch nochmal schwerwiegendere Probleme, ganz im Allgemeinen, wenn man Stress ausgesetzt ist. Ja, was kann man tun? Ich habe hier mal in der Süddeutschen Zeitung was gefunden, so ein paar Tipps. Die haben das Ganze genannt Smartphone Detox, fand ich irgendwie so ganz witzig. Dienste auslagern, weniger Apps, mehr Browser nutzen, aber auch so richtige Detox-Apps nutzen, also Quality Time zum Beispiel. Soziale Normen zu etablieren. Was ist damit gemeint? Ja, dass man sich abspricht. Wie wollen wir denn mit Smartphones umgehen? Zum Beispiel auch in der Familie. Wollen wir wirklich immer Smartphones ständig in der Tasche haben und auch ständig rausholen? Oder gibt es vielleicht so eine Art smartphonefreie Zeiten, smartphonefreie Räume, smartphonefreie Situationen? Zum Beispiel, dass man sagt, beim Essen hat keiner am Tisch ein Smartphone. Ja, das kann man sich ja alles überlegen. Muss natürlich jeder seinen eigenen Weg finden. Aber so etwas kann natürlich helfen, dass man die, sag ich mal, Macht dieser Geräte so ein bisschen einschränken kann. Smartphone-freie Zeiten, genau, das ist hier nochmal alles drin. Oder auch einfach mal ausschalten oder nicht mitnehmen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was hat das denn alles mit Sucht zu tun? Ja, hat schon was damit zu tun. Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel hier. Und zum Glück ist das auch nicht das prototypische Bild, was man vorfindet, wenn man einen Computerspiel-Süchtigen, in Anführungsstrichen, es mit dem zu tun hat, sondern das ist wirklich schon eine sehr extreme Ausprägung, wo vielleicht auch noch andere Dinge eine Rolle spielen. Aber gucken wir uns noch mal die Basisdefinition von Sucht an. Sucht ist ein unabweisbares Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die Kräfte des Verstandes untergeordnet. Es beeinträchtigt die freie Entfaltung einer Persönlichkeit und zerstört die sozialen Bindungen und die sozialen Chancen des Individuums. Das ist eine ziemlich alte Definition von Wanke, 1985. Die sehr allgemein gehalten ist und weil sie so allgemein gehalten ist, tatsächlich auch ganz gut gealtert ist. Denn heute wissen wir, eine Suchterkrankung setzt nicht die Einnahme einer Substanz, einer psychotropen Substanz voraus. Das wissen wir eigentlich sogar schon ein bisschen länger. Das wissen wir spätestens, seit wir uns klar geworden ist, dass Glücksspiele zum Beispiel auch süchtig machen können. Ja, dafür ich auch keine Substanz von außen zu. Und wir wissen, es gibt so etwas wie stoffgebundene Suchterkrankungen und stoffungebundene Suchterkrankungen. Und bei den stoffgebundenen Suchterkrankungen, da liegt eben ein klinisch relevantes, exzessiv belohntes Verhaltensmuster ohne Substanzeinnahme vor. Es ist relativ klar geregelt, was das für Verhaltensweisen sein können. Das kann man sich auch relativ schnell merken. Derzeit, nach dem aktuellen Stand der Anerkennung von Störungen, betrifft das das Gaming und das Gambling. Das sind die einzigen Verhaltensweisen, wo die Evidenzlage so stark ist, dass wir uns entschieden haben, in der ICD-11-Klassifikation anzunehmen, dass es Personen geben kann, die diese Verhaltensweisen ausüben und dann ein Nutzungsmuster entwickeln, was wir als süchtig, als abhängig beschreiben. Das ist nicht in Stein gemeißelt, das können auch weitere irgendwann mal dazukommen, aber das ist der aktuelle Stand nach ICD-11. Und natürlich sind Suchterkrankungen multifaktoriell bedingte Erkrankungen, ganz klar, das werden wir heute leider nur anreißen können. Es sind auch chronische Erkrankungen. So viel aber erstmal dazu. Und jetzt ist die große Frage, wie kommt man denn jetzt hier dazu? Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Denn man kennt ja auch solche Begriffe, die auch immer wieder kursieren, wie zum Beispiel Internetsucht, Online-Sucht, Smartphone-Sucht. Wenn man solche Begriffe verwendet, würde das sich auf alles beziehen, was ich letztlich online machen kann. Aber ich wüsste dann nicht genau, was für ein Verhalten steht denn dahinter. Selbst wenn ich jetzt einen Internetsucht-Fragebogen verwende und Sie würden den jetzt ausfüllen, da kommt heraus, Mensch, Sie haben einen auffälligen Wert, ich glaube, Sie sind internetsüchtig, dann weiß ich ja trotzdem noch nicht, was machen Sie denn eigentlich im Internet. Ja, und jetzt kommt bei dem einen heraus, bei der einen Person kommt raus, bei mir spielt ja, Online-Shopping eine ganz große Rolle. Und bei der nächsten Person ist es dann vielleicht doch Gaming, was man ja auch online betreiben kann. Oder Glücksspiele im Internet. Oder Pornografienutzung oder eben Social-Media-Nutzung. Ja, das ist ja alles sehr, sehr unterschiedlich. Da will sie mir recht geben, ja, dass das unterschiedliche Verhaltensweisen sind. Und das macht es so schwierig, einen solchen Deckel jetzt zu machen und zu sagen, ja, das ist jetzt einfach eine in sich homogene Störungskategorie. Die wird sich so, sehr sicher bin ich da, nicht durchsetzen. Sondern es wird sowas passieren wie jetzt hier auch mit der Gaming-Disorder. Man nimmt sich etwas heraus, schaut sich die Evidenzlage an und sagt, okay,
die ist jetzt klar so, dass wir sagen müssen, es gibt diese Fälle, die so schwer betroffen sind von ihrem Verhalten, und zwar hier ganz konkret von ihrem Computerspielverhalten, dass wir sagen können, das ist eine Suchterkrankung. Und das ist hier genau passiert. Wie es jetzt bei den anderen Bereichen hier aussieht, das muss die Zukunft zeigen. Das kann ich Ihnen heute auch noch nicht sagen. Derzeit ist nur Gaming Disorder hier rausgenommen worden als anerkannte Suchterkrankung. Ja, was kann man denn bei digitalen Spielen anführen? Wenn wir uns das jetzt genauer hier angucken wollten, da könnte man jetzt wirklich 1-2 Stunden anfangen, sich Spiele anzuschauen und die Merkmale. Das habe ich jetzt hier sehr einfach gehalten. Es gibt hier bestimmt auch einige, die selber mit Computerspielen Erfahrung haben. Es ist einfach so, digitale Spiele bieten in der Regel vielfältige Belohnungen. Sie haben auch zum Teil, nicht immer, aber es gibt Spiele, die nutzen glücksspielähnliche Vergabemechanismen bei der Belohnungsvergabe. Das kann sowas sein wie eine Lootbox, die ich öffne, die ich auch vielleicht sogar gegen Geld kaufen muss, wo ich nicht weiß, was für Items da drin stehen. Und diese Items, die haben für den Spieler, für die Spielerin, die sich für dieses Spiel interessiert, einen Wert. Das brauche ich nicht belegen, weil sonst würde man kein Geld für diese Box ausgeben. Das Ding ist nur, die haben keinen monetären Wert in der Regel. Das heißt, ich setze jetzt nicht Geld ein, um zufällig einen Geldgewinn zu erzielen, dann wären wir nicht beim Glücksspiel, sondern ich setze Geld ein, um einen zufälligen Pixel-Item-Gewinn zu erzielen, der für mich aber tatsächlich sehr wichtig sein kann. Ja? Also für den Spieler, für die Spielerin kann das eine große Relevanz haben, weil es in der Spiellogik auch eine hohe Relevanz hat. Zum Beispiel, weil das wesentliche Statussymbole sein können. Ja? Irgend so ein richtig cooler, seltener Skin für meine Waffe in Counter-Strike oder ein richtig cooler Spieler in FIFA, den ich jetzt kriege. Ja? Das kann für Spieler so einen Wert haben, dass die bereit sind, dafür hunderte, tausende Euro für diese Boxen zu zahlen, immer wieder zu öffnen in der Hoffnung, dass endlich die lang ersehnte Belohnung da drin ist. Und das erinnert natürlich stark an Glücksspiel, ist es aber rechtlich nicht. Hohe Immersion, die erzielt wird, wenn wir Spiele spielen, teilweise extrem lange Spielzeiten, die ich dann aufwenden muss für Erfolge, gerade im weiteren Endgame, wenn ich also schon weiter vorangeschritten bin, ist es in Spielen häufig so, dass ich immer mehr Zeit investieren muss, um noch wirklich substanzielle Fortschritte im Spiel zu machen oder entsprechend aufzusteigen. Ja, dann die soziale Vernetzung, die kann eine Rolle spielen natürlich, ne? Dass man sich mit anderen verabredet, dass aber auch Belohnungen in Spielen vielleicht nur dadurch zu erzielen sind, dass ich mit anderen kooperiere. Ja, also wenn ich weiß, meine Gruppe kann diesen Erfolg nur erzielen, wenn ich dabei bin zum Beispiel, wenn wir alle jetzt mitmachen und alle zusammen trainieren und uns engagieren, dann hat das natürlich so eine gewisse soziale Verpflichtungskomponente, die kann auch noch einen Druck machen, regelmäßig wirklich auch zu spielen. Dann natürlich sowas wie die virtuelle Identität als das zweite Leben. Wir haben Interviews geführt mit Personen, die von sich selber sagen, ich bin computerspielsüchtig. Und die haben es ganz schön beschrieben. Die haben gesagt, wenn ich könnte, würde ich am liebsten in das Computerspiel reinkriechen. Also, dass ich sozusagen nur noch in meinem echten Leben bin, das dient eigentlich nur noch so dazu, irgendwie möglichst viele Gelegenheiten zu spielen, zu spielen. Aber wenn ich könnte, würde ich da einfach sozusagen drin mich digitalisieren oder welches, nur in dem Spiel quasi. Das ist schon ganz beeindruckend, wenn man mit diesen Leuten spricht, dass das dann so eine Relevanz für die haben kann und dass sie sich auch in den Spielen erst so richtig wohlfühlen, in dieser virtuellen Identität, die sie dann auch vielleicht einnehmen. Betrifft natürlich dann gerade die Online-Rollenspiele, bei denen das so ist. Da kann das tatsächlich so eine Rolle spielen. Und das kann man sich dann vorstellen, denke ich, wenn man das hier so sieht, dass das dann auch dazu führen kann, dass Spieler das so stark priorisieren, das Spielen, dass es dann gegenüber auch alternativen Aktivitäten und Verpflichtungen priorisiert wird. Das heißt, man sich dann sagt, naja, Spielen ist mir wichtiger als andere Dinge, die ich machen könnte, ist mir wichtiger vielleicht als meine Familie, ist mir wichtiger als mein sonstiger außerhalb des Computerspielens befindlicher Freundeskreis und ist mir letztlich auch wichtiger als mein Studienverlauf, meine Schulnoten, mein Erfolg am Arbeitsplatz, meine Karriere, was auch immer. Und da sind wir natürlich dann in so einer Entwicklung, wo wir sagen, da haben wir schon ein ganz fundamentales Merkmal von Suchterkrankungen. Also ich setze mein Verhalten fort, obwohl ich weiß, dass es zu psychosozialen negativen Konsequenzen führt. Ist nicht das Einzige, ist aber ein wesentliches. So, das klingt alles sehr negativ, ne? Herr Rehbein macht uns die Computerspiele schlecht und so. Ich weiß, tut mir leid, ist jetzt so ein bisschen mein Vortragstitel hier heute gewesen und auch mein Forschungsthema. Ich möchte aber auch noch mal darauf hinweisen, dass in den meisten Fällen, das darf man jetzt eben nicht vergessen, ich bin jetzt hier, um Ihnen so diesen Ausschnitt zu schildern, was ist denn, wenn das Computerspielen ja,
krank macht, also wenn Menschen süchtig danach werden. Wie sieht sowas aus? Wir schauen uns also jetzt quasi den Extremfall an. Man darf aber nicht vergessen, dass es sehr viele Menschen gibt, die Computerspiele nutzen. Wie gesagt, fast alle Jugendliche, also 92% nutzen Computerspiele. Und die allermeisten entwickeln auch gar keine Probleme damit. Für die allermeisten ist es einfach ein Hobby, wie viele andere auch. Und selbst unter denen, die viel Zeit damit verbringen, ist es nur ein gewisser Anteil, die damit wirklich Probleme entwickeln. Das ist etwas, was wir allerdings auch von anderen Verhaltensbereichen kennen. Ja? Also denken Sie mal an den Alkoholkonsum, wie prävalent Alkoholkonsum an sich ist. Und vergleichen Sie es dann mit der Prävalenz von alkoholbezogenen Störungen. Auch da haben wir natürlich ein riesiges Gefälle. Ja? Man darf aber nie vergessen, dass Computerspielen in der Regel sozial adaptives Verhalten darstellt und nicht zu Problemen führt, aber dass eben ein solches, auch ein normales und angenehm empfundene Verhaltensweise zu immer wiederkehrenden exzessiven Verhaltensweisen übergehen kann, welche sich dann der Kontrolle der Person entziehen und zu Schädigungen führen, wie zum Beispiel diesen Leistungseinbußen, den Beeinträchtigungen der sozialen Teilhabe und der Beeinträchtigung der körperlichen Gesundheit. Das heißt, da hätten wir dann den Kontrollverlust, wir hätten die Beeinträchtigung und damit haben wir ganz wesentliche Merkmale von Abhängigkeit dann gefunden. Das sind so Beeinträchtigungen, die man findet, wenn man sich diejenigen anfindet, die anschaute, die eine Diagnose verdachtsdiagnostisch bekommen in Befragungsstudien, die also Symptome aufweisen nach Selbstbericht, die auf eine Gaming-Disorder hinweisen. Und da sehen Sie die ganze Liste, ich werde die jetzt hier nicht vorlesen, von psychosozialen und leistungsbezogenen Beeinträchtigungen. Und darunter auch durchaus drastische Dinge, wie zum Beispiel erhöhte Suizidgedanken. Schon bei Jugendlichen, die man signifikant feststellt, bei denjenigen, die entsprechend Symptome aufweisen. Ich rede jetzt nicht von den VielspielerInnen, ich rede von denen, die wirklich sagen, ich habe verschiedene Probleme im Zusammenhang mit meinem Computerspielen. Ja, ich komme davon nicht mehr weg. Ich merke, dass ich mehr spiele, als ich eigentlich will und als mir gut tut. Und ich weiß, dass es mir schadet, aber ich kann damit nicht mehr aufhören. Von denen rede ich jetzt hier. Ne? Und wenn man sich diese Person anschaut, dann finden wir tatsächlich diese Liste. Ja, hier habe ich mein Fallbeispiel mitgebracht. Das ist jetzt ein Lehrbuch-Fallbeispiel aus Müller 2018. Ich habe in den letzten 3 Jahren meines Lebens eigentlich gar kein Leben im engeren Sinne geführt. Ich weiß aber noch, wie sich ein richtiges Leben anfühlt. Und dieses Gefühl möchte ich wieder haben, lautet die Eröffnung des alleinstehenden Studenten der Biologie im Erstgespräch. Dieser stellt sich aufgrund exzessiver Nutzungszeiten von Online-Computerspielen von durchschnittlich 9 Stunden pro Tag in einer Spezialsprechstunde vor. Im Verlauf des Gesprächs schildert er, dass er zu Beginn des Studiums noch nach dem Umzug in eine neue Stadt damit begonnen habe, ein damals sehr beliebtes Online-Rollenspiel zu spielen. Er habe vornehmlich gespielt, um sich in dieser Zeit des Umbruchs und der Unwägbarkeiten, die seine neue Lebenssituation mit sich gebracht habe, von dem Alltagsstress abzulenken. Er erinnert sich, dass es ihm zum damaligen Zeitpunkt nicht gut gelungen sei, rasch neue soziale Kontakte zu knüpfen. Gleichzeitig habe sich der Kontakt zu seinem alten Freundeskreis immer stärker ausgedünnt, was ihn sehr bedrückt und zu Einsamkeitsgefühlen geführt habe. Im Spiel habe er hingegen schnell eine ganze Reihe neuer Bekanntschaften knüpfen können und insbesondere vor dem Hintergrund wenig zufriedenstellender Leistung im Studium sei es ihm immer wichtiger geworden, im Spiel immer größere Erfolge verbuchen zu können. Die Nutzungszeiten hätten sich schnell gesteigert und bald ein exzessives Ausmaß angenommen. Er habe begonnen, Seminare zu versäumen und immer weniger Zeit für die Vorbereitung auf Klausuren zu verwenden, was dazu geführt habe, dass er in immer mehr Kursen durchgefallen sei. Seinen Eltern habe er vorgespielt, dass er im Studium gut vorankomme, damit er von diesen weiter finanziell unterstützt werde. Eine Lüge, die ihn zunehmend belastet habe. Nachts habe er selten Schlaf gefunden und sei immer häufiger stumm vor dem Bildschirm versackt. Für den Zustand seiner Wohnung müsse er sich im Nachhinein schämen. Diese sei im Laufe der Zeit immer unwohnlicher geworden und phasenweise nahezu vermüllt gewesen. Der Anruf seiner jüngeren Schwester, die gerade das Abitur gemacht hatte, sei der Anlass für die Vorstellung des Patienten in der Spezialsprechstunde gewesen. Diese wolle nun studieren und habe sich erkundigt, wie es in seiner Stadt sei, wie sich das Studentenleben gestalte und wie er die Uni fände. Er sei daraufhin mitten im Gespräch in Tränen ausgebrochen und habe seiner Schwester alles anvertraut. Diese habe ihn daraufhin besucht und ihn zu einer psychotherapeutischen Behandlung geraten. Das ist jetzt mal so ein Beispiel aus einem Lehrbuch, was auch relativ realistisch ist, weil ich die Fälle ganz gut kenne. Und das ist zum Beispiel so einer, der tatsächlich so oder so ähnlich wahrscheinlich sich sogar mal zugetragen hat, ein bisschen verfremdet. Ja, Gaming Disorder ist eine offizielle Diagnose.
Das hatte ich gesagt, ja, und zwar auch erst seit kurzem, nämlich seit dem 1. Januar 2022, jetzt mit dem ICD-11. Das befindet sich jetzt in einer flexiblen Übergangszeit vom ICD-10, das war der Vorläufer, das ist diese International Classification of Diseases, also da wird festgelegt, was sind anerkannte Erkrankungen und eben auch psychische Erkrankungen. Und es wurde auch entschieden, dass es sich um eine Suchterkrankung handelt und dass es eben nicht dasselbe ist wie exzessives Spielverhalten. Und es wurde eine Abgrenzung, muss auch vorgenommen werden, natürlich zu Internet- und Glücksspielkonsum. Das heißt also, man muss ganz klar auch diese Diagnose eben darauf nur verwenden, wenn Bildschirmspiele, also digitale Spiele genutzt werden, aber ohne Geldgewinnmöglichkeit, dann wäre es eben Glücksspiel. Ja, Jugendliche, junge Erwachsene sind derzeit besonders häufig betroffen. Wir haben eine 12-Monats-Prävalenz bei Jugendlichen von etwa 1,2 bis 1,6%, von denen wir annehmen, dass sie im engeren Sinne tatsächlich eine Abhängigkeit von Computerspielen aufweisen. Und wir gehen von weiteren 3,8 bis 5,1% aus, die riskant spielen. International ist es so, dass Deutschland sogar eher geringere Zahlen hat. Da gibt es andere Länder mit höheren Prävalenzschätzungen. Es ist aber schwierig, kulturell vergleichende Studien zu finden, die dann auch mit ähnlichen Messinstrumenten arbeiten. Deswegen wissen wir nicht genau, was sind kulturelle Unterschiede, was sind auch Unterschiede, die auf die Diagnostik, die eingesetzten Diagnostika zurückzuführen sind. Rund 90% der Betroffenen sind männlich. Das ist auch nochmal diese Studie, die ich schon genannt hatte vom UKE, Tomasius 2021. Die haben eben einen Längsschnitt gemacht, haben sich auch nochmal angeguckt, was ist in der Corona-Phase so ein bisschen passiert. Da habe ich ja genau schon gesagt, riskanter Konsum, da hat sich eigentlich so viel gar nicht getan. Beziehungsweise es hat sich sogar so eine leichte, wenn man so möchte, Abnahme ergeben. Und dann sieht man aber hier diesen Anstieg des pathologischen Gamings bei den Jungen. Also der ist wirklich nur bei den Jungen aufgetreten. Von 1,9 auf 3,2%. Also deswegen ist, glaube ich, die Annahme ganz gut gerechtfertigt, dass es zu einer Verlagerung von riskantem auf pathologisches Spielverhalten gekommen ist. Und natürlich sind auch ein paar riskante nachgezogen. Ne? Also ein paar Jungen werden auch, oder ja, männliche Personen werden eben auch riskant Spielende geworden sein, die vorher nicht riskant Spielende waren. Was heißt das jetzt? Riskanter Konsum, risikoarmer Konsum. Ich kann Computerspiele gar nicht nutzen. Sind diese 8%. Risikoarmer Konsum heißt, ich spiele so, dass es mich in keiner Weise belastet und auch nicht zu erwarten ist, dass es irgendwann mal zu Problemen führt. Riskanter Konsum heißt, ich nutze Computerspiele auf eine Weise, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme machen wird, wenn ich das Verhalten nicht verändere. Ich habe zwar noch keine tatsächlich eingetretenen Schädigungen durch mein Computerspielverhalten, aber wenn ich es so fortsetze, dann werde ich wahrscheinlich in absehbarer Zukunft Probleme bekommen. Und da haben wir die Abhängigkeit, ich habe schon manifest tatsächlich eine Abhängigkeitserkrankung, insbesondere mit digitaler Spielenutzung. Das ist die Definition von riskantem Konsum. Ganz kurz an der Stelle, es liegt ein Computerspielnutzungsmuster vor, welches das Risiko schädlicher Folgen erhöht. Das Computerspielkonsummuster wird zumeist fortgesetzt, obwohl die Person weiß, dass dies ihr selbst oder anderen Personen schadet. Und das kann sich dann eben ergeben aufgrund der Häufigkeit des Spielens, der Zeit, die mit dem Spielen verbracht wird, risikoreicher Verhaltensweisen im Zusammenhang mit dem Spielen. Was könnte das sein? Hat jemand eine Idee? Spontan? Das ist nur ein Check, ob Sie eingeschlafen sind. Schlechtere Ernährung? Ja. Kann man schon machen. Also ich hätte jetzt noch an eher so etwas Drastisches gedacht, wie ich spiele bis 3-4 Uhr nachts und fahre am nächsten Morgen übermorgen übermüde zur Arbeit mit dem Auto und bin fast am Einschlafen am Lenker oder so. Das wäre in dem Fall riskant. Oder ich vernachlässige die Beaufsichtigung meiner Kinder. Ja? Mein Kind fällt fast die Treppe runter, weil ich lieber zocke und nicht aufpasse. Sowas. Das wäre auch sicherlich unter der Rubrik zu verstehen. Vernachlässigung anderer Aktivitäten und Pflichten ist klar. Das muss aber auch eine gewisse Drastik haben. Ja. Das heißt jetzt nicht, ich habe die Spülmaschine jetzt eine halbe Stunde später ausgeräumt, weil ich lieber gezockt habe. Ja. Das ist damit nicht gemeint. Es geht schon darum, dass ich wirklich drastisch schon was vernachlässige. Ja. In dem Sinne. Negative Konsequenzen des Spielens oder auch eine Kombination dieser Faktoren. Dann haben wir den abhängigen Konsum. Da gibt es drei zentrale Kriterien nach ICD-11, die man da kennen sollte. Das ist einmal die eingeschränkte Fähigkeit zur Kontrolle des Konsums. Also ich habe nicht mehr die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wie viel Computerspielen will ich eigentlich, an wie vielen Tagen will ich spielen, wenn ich spiele, wie lange möchte ich dann spielen.
Das sind also Personen, die von sich sagen, ich nehme mir da vielleicht was vor, aber am Ende spiele ich doch wieder länger, als ich mir vorgenommen habe. Oder das sind Personen, die sagen, ich will ganz aufhören und also quasi dann erfolglos sind. Das heißt, die haben Rückfälle. Also sie nehmen sich vor, mit dem Spielen aufzuhören, fangen aber wieder an zu spielen. Kriterium Nummer 1. Kriterium Nummer 2, zunehmende Priorisierung des Konsums gegenüber anderen Aktivitäten, die so weit reicht, dass das Spielen Vorrang gegenüber anderen Interessen und täglichen Aktivitäten einnimmt. Man kann also sagen, für diese Person ist es dann so, Spielen ist das Allerwichtigste. Also wenn sie die Wahl haben, würden sie sich immer fürs Spiel entscheiden. Sie versuchen eigentlich möglichst immer Gelegenheiten zum Spielen für sich zu schaffen. Und allem anderen versuchen sie quasi aus dem Weg zu gehen. Das führt dann eben dazu, überhastet zu essen. Ja? Also nicht mehr lange zu kochen, was gesund ist, sondern einfach schnell irgendwas reinstopfen, dass man weiterspielen kann. Möglichst spät ins Bett gehen, damit man lange spielen kann und so weiter. Und eben auch andere Dinge nicht mehr zu machen. Also anderen Freizeitaktivitäten zum Beispiel nicht mehr nachzukommen. Einem fortgesetzten Konsum trotz Schäden oder negativer Folgen, das bedeutet eben dann, ja, ich habe schon Beeinträchtigungen im Sinne von, ich habe Konflikte mit meinem sozialen Umfeld, ich habe Leistungseinbußen und ich weiß das alles, aber ich spiele trotzdem weiter. Das ist Kriterium Nummer 3. Wenn ich alle drei bei jemandem finde oder bei mir selbst finde, dann wäre von einer Gaming Disorder nach ICD-11 auszugehen. Das heißt, man hat dann eine Suchterkrankung und zwar bezogen auf eine stoffungebundene Suchterkrankung namens Gaming Disorder. So ist die Konvention an der Stelle. Ich hätte jetzt auch noch die Möglichkeit, Ihnen DSM-5-Kriterien hier zu präsentieren. Das lasse ich, weil das nochmal 9 sind. Und ich weiß, ich merke auch jetzt gerade wieder, dass ich viel zu viele Folien mit habe. Das ist schade. Ich wollte Ihnen eigentlich noch ein bisschen was Cooles zur Prävention erzählen. Deswegen geht das jetzt mal ein bisschen schneller und dann bleibe ich einfach bei der nächsten mir ganz wichtigen Folie stehen und würde jetzt einfach anbieten, dass ich den Vortrag dann aber auch in digitaler Form nochmal für alle bereitstelle, die das nochmal nachlesen möchten. Man kann sich ja die Frage stellen, wie viele sind jetzt betroffen? Ich hatte ja gesagt 1,4% bei den Jugendlichen. Bei Erwachsenen sind es ein bisschen weniger, gehen wir von unter 1% aus. Wenn man das mal so hochrechnet, kommen wir so auf 600.000 computerspielabhängige Personen in Deutschland. Und da sieht man eben, dass es prävalentere Abhängigkeitserkrankungen gibt, wie zum Beispiel Tabakabhängigkeit. Das ist immer noch besonders ausgeprägt. Alkoholabhängigkeit, Medikamentenabhängigkeit, aber dann kommt auch schon die Computerspielabhängigkeit. Also nochmal prävalenter als Cannabisabhängigkeit, Glücksspielsucht oder auch die sonstigen Drogenabhängigkeiten, die wir so kennen. Das sind so ein bisschen die Risikofaktoren. Also es ist ja schön, dass ich das jetzt einfach so überspringe. Das heißt einfach nur, man schaut sich verschiedene Dimensionen an, die auch so Suchterkrankungen mit Entstehungsbedingungen sozusagen auch, wo sich Entstehungsbedingungen von Suchterkrankungen bestimmten Dimensionen zuordnen lassen. Das wird ein bestimmter Begriff sein, dass man sagt, man schaut sich an, gibt es soziale Faktoren, die die Suchtentstehung befördert haben? Gibt es Faktoren in der Person, zum Beispiel Persönlichkeitseigenschaften, genetische Faktoren, die die Suchtentstehung befördert haben? Und gibt es aber auch im Konsumangebot selber Faktoren, die die Suchtentstehung befördern? Das ist der Punkt, an den ich jetzt noch mal ganz kurz ran will mit Ihnen. Das können wir jetzt aus Zeitgründen leider hier nicht auch noch machen, aber nur mal ganz kurz die Tabelle dazu. Da gibt es auch eine Menge von schon Befunden dazu. Aber ich will gerade noch mal auf das Thema Konsumangebot raus. Was tragen denn die Spiele eigentlich dazu bei, dass Menschen da tatsächlich, oder zumindest manche Personen, ja, das sind dann vulnerable Personen, sagen wir auch zu denen, das Spiel alleine macht niemanden süchtig, genauso wenig wie der Alkohol alleine Personen süchtig macht. Das kommt an mehrere Faktoren zusammen. Hatte ich gesagt, multikausales Erklärungsmodell für Suchterkrankungen ist immer ganz wichtig. Aber man kann sich eben die Frage stellen, was machen denn die Spiele zusätzlich? Also was tragen die dazu bei? Und da wissen wir, das hat irgendwie was mit der Art des Spiels zu tun. Das hat was mit dem Spielgenre zu tun zum einen. Und das hat was damit zu tun, dass es vor allen Dingen die Online-Spiele sind, nicht ausschließlich. Und das hat sehr wahrscheinlich was mit bestimmten spielstrukturellen Merkmalen zu tun in den Spielen, die suchtförderlich sind. Vor kurzem haben wir dazu ein Review veröffentlicht, wo wir den ganzen Forschungsstand dazu mal zusammengefasst haben. Habe ich zusammen mit Kollegen gemacht. Und die Quintessenz dieses Reviews war, dass eben die Nutzung einiger Spielgenres tatsächlich deutlich mit einem Symptomerleben von Gaming Disorder im Zusammenhang zu stehen scheint. Dass es auch erste Hinweise darauf gibt, dass es eben bestimmte spielstrukturelle Merkmale sind, die dafür verantwortlich sein könnten. Und zwar insbesondere Mechanismen der Belohnung und Bestrafung, soziale Faktoren und Monetarisierungsstrategien in Spielen. Stichwort
Ingame-Käufe, Lootboxen. Sehr verkürzt, aber jetzt als Stichwort kurz an der Stelle. Und wir haben insgesamt eine sehr eingeschränkte Evidenzlage, das muss man auch sagen. Das heißt, wir brauchen viel mehr Forschung. Das ist auch etwas, was dieses Review erbracht hat. Und dass wir eigentlich immer sowas bräuchten wie ein standardisiertes Messinstrument, mit dem wir Spiele mal angucken können. Also damit wir rausfinden können, warum ist es denn bei dem einen Spiel problematischer als bei dem anderen? Denn das sollten wir wissen, alleine schon für den Jugendmedienschutz. Denn der Jugendmedienschutz geht derzeit noch an dem Thema komplett vorbei. Wir haben keinerlei Widerspiegelung von Suchtrisiken von Computerspielen in der Altersfreigabe von Computerspielen. Das wird also nicht berücksichtigt. Und dafür braucht natürlich auch der Jugendmedienschutz, dafür brauchen aber auch PädagogInnen, da brauchen Personen, die im Gesundheitssektor arbeiten, natürlich auch Instrumente, um sich ein Bild von Spielen machen zu können. Das scheinen die risikobehafteten Spielgenre zu sein derzeit. Strategiespiele, MOBA, Shooterspiele und Online-Rollenspiele. Heißt nicht, dass es hier nicht auch Probleme mit solchen Spielen hier geben kann, gerade mit Simulationen zum Beispiel mal oder so, oder auch mit bestimmten Sportspielen, Stichwort FIFA. Aber statistisch gesehen sind es eben die Genre, die hier aufleuchten. Dann gibt es so erste Ideen, dass man sowas doch mal machen könnte, so eine Art Katalog, so eine Art Merkmalskatalog, dass man Merkmale herausarbeitet. Da gab es eine Pionierarbeit von King und Kollegen von 2009, ganz tolle Arbeit auch, die natürlich dann aber irgendwie auf einem sehr abstrakten Level stehen bleiben musste damals noch. An dem Thema sitze ich auch schon selber ein bisschen länger dran, um letztlich so einen Merkmalskatalog zu entwickeln. Ich muss leider jetzt ein bisschen hier skippen. Ich will Ihnen das nur mal ganz kurz zeigen, wie das ungefähr aussehen wird. Das haben wir gerade eingereicht. Und damit wird es dann hoffentlich möglich sein, Spiele zu klassifizieren. Das heißt, Sie können sich dann ein Spiel nehmen und beantworten einen Fragebogen zu diesem Spiel. So eine Art Checkliste. Ja, so sieht das dann etwa aus. Wird noch ein bisschen schöner vom Layout hoffentlich werden. Aber ja, so sieht das jetzt erstmal als Rohfassung aus. Man beantwortet dann letztlich Fragen, hier zum Beispiel zu den Belohnungsgruppen, ja, ob bestimmte Belohnungsgruppen hier vorhanden sind. Sie sehen, das ist ziemlich ausführlich. Da muss man dann sagen, welche Belohnung kann ich in dem Spiel kriegen? Je mehr, das wissen wir, desto größer ist das psychotrope Potenzial eines Computerspiels. Dann können Sie hier verschiedene Sachen machen, zu Ingame-Käufen und so weiter. Ich kann das jetzt gar nicht durchgehen. Alleine für diesen Katalog bräuchte ich eine Stunde. Und dann haben Sie am Ende hier so eine Art Verrechnung. Da können Sie dann quasi hier ankreuzen zu jedem Merkmal, was ist rausgekommen. Da wird eine Punktevergabe gemacht. Am Ende haben Sie einen Summenscore und können dann tatsächlich sogar eine Altersempfehlung ableiten und auch einen Risikoindex für ein Computer-Videospiel. Und zwar genreübergreifend. Das ist jetzt kein Katalog, der jetzt nur für eine bestimmte Spielart funktioniert, sondern der soll funktionieren hoffentlich. Da muss ich in der Praxis noch nicht noch bewähren, aber für zum Beispiel Online-Rollenspiele, Shooterspiele, für auch einfache Denkgeschicklichkeitsspiele, das ist die Idee dahinter. Ich fürchte, dass wir diesen Teil... Ich muss mal überlegen, ich habe doch jetzt 50 Minuten schon gesprochen, ne? Ich habe gar keine Ruhe. Ja, ich fürchte, ich habe schon 50 Minuten gesprochen. Das ist echt, die Zeit ist wie im Fluge vorbeigegangen. Ich scheine heute irgendwie zu viel zu reden. Oder ich hätte es nochmal durchtesten müssen. Ich hatte jetzt eigentlich noch was mitgebracht zur Prävention. Aber im Grunde genommen ist es so, da gibt es auch zwei besonders wichtige Folien, glaube ich zumindest. Warten Sie mal. Ah, das hätten wir nicht mehr geschafft, keine Chance. Verhältnisprävention, ja, Verhältnisprävention, Verhaltensprävention. Das lässt sich eigentlich relativ kurz zusammenfassen. Was gibt es denn schon an Prävention? Ja, erschreckend wenig leider. Also Sie kennen vielleicht die Begriffe Verhältnis- und Verhaltensprävention. Verhältnisprävention sind die strukturellen Rahmenbedingungen. Da wirke ich nicht auf das Verhalten von Menschen ein. Also ich gehe jetzt nicht zu SpielerInnen und sage denen, wie sie sich verhalten sollen oder was sie vermeiden sollen, sondern ich versuche, Rahmenbedingungen so zu verändern, dass weniger Menschen krank werden. Also beispielsweise würde ich jetzt sagen, Spiele, die ein hohes Suchtpotenzial haben, die sollen erst ab 16 oder 18 freigegeben werden. Dann kommen ein bisschen weniger Kinder damit in Berührung. Natürlich trotzdem noch bestimmte Kinder, klar, aber weniger Kinder. Und dadurch habe ich vielleicht einen präventiven Nutzen erzielt. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wenn man das mal so prüft und sich anschaut, was gibt es denn alles, da sieht man im Grunde also auch Preisregulation oder Möglichkeit der Selbstfremdsperre oder Früherkennung von ProblemspielerInnen, das eigentlich praktisch kaum Potenziale oder mögliche Potenziale von Verhältnisprävention derzeit genutzt werden, muss man leider so feststellen. Und gleichzeitig auch natürlich bei der Verhaltensprävention sieht man schon, dass es deutliche Anstrengungen gibt. Also wenn man sich anguckt, die Arbeit der Präventionsfachkräfte bzw. Prophylaxefachkräfte, was machen die? Die haben sich eigentlich relativ schnell auch schon um dieses Thema mitgekümmert und machen auch Prävention zu Gaming Disorder.
Allerdings gibt es kaum evidenzbasierte Programme der Verhaltensprävention, von denen man wirklich sagen kann, dass sie wirklich wirksam sind. Und deswegen gibt es da viel Selbstgestricktes und Selbstgebasteltes, von dem wir nicht wissen, ob es wirklich einen präventiven Nutzen entfaltet. Es gibt ein Programm, das ist das PROTECT-Programm. Wer sich dafür interessiert, kann sich das mal anschauen auf der Seite der grünen Liste Prävention. Das ist frei verfügbar. Nee, das Programm ist nicht frei verfügbar, aber da kann man sich, glaube ich, kostenlos schulen lassen. Da muss man sich mal informieren. Aber das hat ein Evidenzlevel 3. Das ist also in einer randomisierten Studie geprüft worden und tatsächlich wirksam. Ansonsten haben wir nicht viel, was man wirklich sozusagen auf einer Evidenzbasis da empfehlen könnte. Ja, was soll man machen? Ich habe einfach zu viel Folien. Ich mache einfach jetzt mal eine Take-Home-Message. Und ich will Ihnen auch nochmal die Gelegenheit geben, mir ein paar Fragen zu stellen. Das ist ja irgendwie doof, wenn ich jetzt überziehe. Also von daher, es werden systematische Forschungsprogramme benötigt, um unser Verständnis für mögliche psychische Probleme im Zusammenhang mit digitaler Mediennutzung zu erhöhen. Ich glaube, das ist klar geworden. Das, was ich Ihnen gezeigt habe, das gibt sicherlich schon ein gewisses Licht auf das Ganze, aber wir brauchen natürlich viel mehr Studien noch, die das noch besser beschreiben. Gaming Disorder ist eine klinisch anerkannte stoffungebundene Suchterkrankung, die mit formalisierten Diagnosekriterien erfasst werden kann. Somit ist es also schon von Bedeutung, ja? Also wenn ich mit KlientInnen arbeite, dass ich eben jetzt nicht nur auf Alkohol, Nikotin, Drogenkonsum, Glücksspiel, sondern eben auf Gaming auch gucke tatsächlich und schaue, ist das ein Thema, ist das ein Problem? In den meisten Fällen wird es kein Problem sein, ja? Aber das heißt eben nicht, dass ich mir nicht angucken sollte. Um ein Vorliegen von Gaming Disorder wie auch anderer Konsumstörungen abschätzen zu können, sollten die eben auch erfasst werden, standardisiert, auch in psychosozialen Beratungsgesprächen. Dafür brauchen zum Beispiel auch SozialarbeiterInnen, die jetzt ja heute hier auch als Angehende wahrscheinlich ein paar vertreten sein werden. Ich weiß gar nicht, aus welchem Fachbereich Sie alle so sind, beziehungsweise welchen Studiengang ich nehme an. Wer ist von dem Fachbereich Sozialwesen, Studiengang, soziale Arbeit? Genau, dann passt das ja, wenn ich hier ein bisschen was zu sage. Also man braucht Gesprächstechniken wie die motivierende Gesprächsführung, diagnostische Grundkenntnisse, damit man eben mit da helfen kann, auch diejenigen zu erkennen, die schon früh Probleme entwickeln mit bestimmten Konsumverhaltensweisen. Ja, neben den allgemeinen Defiziten in der Suchtprävention existieren auch im Besonderen weitergehende Defizite in der Prävention, insbesondere im Hinblick auf Verhältnisprävention und Spielerschutz. Und ja, es erscheint auf jeden Fall geboten, die jugendschutzrechtliche Beachtung von spielstrukturellen Merkmalen, die das Risiko für eine abhängige Nutzung erhöhen können. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Sorry, dass ich so durchgehetzt habe am Ende, aber so viel von mir erstmal. Danke. Ja, vielen Dank für die sehr interessanten Einblicke aus der neuesten Forschung zu diesem Thema. Ja, jetzt Zeit, Raum für ein paar Fragen von Ihnen. Da geht's schon los. Das ICD-10, das ist eine gute Frage. Also diese Klassifikationssysteme, die müssen sich nicht so vorstellen wie so ein kleines, schnittiges Segelboot, sondern eher wie so ein riesiger Kreuzfahrtdampfer, vielleicht die Titanic oder so, die den Kurs kaum wechseln kann. Also das dauert immer sehr lange, bis man da was ändern kann. Das dauert teilweise 10, 15 Jahre, bis man wieder eine Revision von so einem Verfahren rauskommt. Und bedarf dann eben sozusagen einer ganz großen Anstrengung. Das ist international mit ganz vielen Arbeitsgruppen, die Evidenzlage dann sichten. Und das wird auch nicht ständig gemacht. Das ist nicht so, dass man jetzt sagt, jetzt wird schon wieder Evidenz geprüft, sondern zu bestimmten Zeiten wird dann überarbeitet. Und deswegen ist es jetzt erst eingeflossen. Im DSM-5 ist es schon eine Forschungsdiagnose seit 2013. Noch weitere Fragen? Klar. Ja, ich guck mal gerade, das kann ein bisschen dauern. Mal im Schnelldurchlauf. Ja. Ausgeprägter sind. Ja, sehr berechtigte Frage. Ich habe ja heute viel über Spielen gesprochen, ne? Über Gaming Disorder und
Das, was jetzt hier ja abgebildet ist, da geht es ja gar nicht jetzt im engeren Sinne um Gaming, jetzt bei dieser Studie, sondern da geht es ja allgemein um digitale, also um, eigentlich um Smartphone-Nutzung und um Mediennutzung allgemein. Und bei den Frauen ist die Nutzung von Social Media tatsächlich ein bisschen stärkeres Thema, also auch ein auffälligeres Thema als bei männlichen Personen. Das zeigen verschiedene Studien. Und es scheint auch so zu sein, dass Frauen, das sieht man jetzt zum Beispiel auch hier dran, dass die so gewissen sozialen Stressoren ein bisschen stärker zustimmen. Also sie scheinen so ein bisschen stärker dieses soziale Thema zu haben, niemanden enttäuschen zu wollen, zuverlässig sein zu wollen, beste Freundin sein zu wollen, schnell antworten zu wollen, nichts verpassen zu wollen und so weiter. Das sind jetzt totale Gender-Klischees, tut mir auch leid, aber das zeigen jetzt die Daten so ein bisschen, ja, dass es ein bisschen mehr in die Richtung geht. Das heißt ja nicht, dass den Männern nicht dass dieselben Themen haben, aber sie sind insgesamt ein bisschen weniger ausgeprägt. Und das könnte es erklären, dass es hier so ein bisschen stärker um allgemeine Mediennutzung geht und um Social-Media-Nutzung auch so ein bisschen sich darin abbildet, in der Smartphone-Nutzung. Und Sie haben völlig recht, im Gaming sind die Verhältnisse da anders. Da haben wir die Belastung stärker bei den Männern. Das heißt, wir haben 90% der Betroffenen sind männlichen Geschlechts, die jetzt eine Gaming-Disorder aufweisen. Also da haben wir die Belastung vor allen Dingen. Das sind die Männer, die Benachteiligten quasi, was das Thema angeht. Bitte. Ja, das ist eine gute Frage. Also das Thema Computerspielsucht ist tatsächlich schon ein bisschen länger jetzt auch erforscht. Also das fing schon so, sag ich mal, vor ungefähr, so vor 15 Jahren fing das schon an, dass es ein bisschen ernsthafter auch dazu geforscht wurde, vor 10, 15 Jahren. Social Media ist noch so ein bisschen, hat ein bisschen länger gedauert, bis man das so entdeckt hat. Da ist die Forschung noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und vor allen Dingen glaube ich auch, dass tatsächlich die Forschung zu Social Media unter dem Begriff Internetsucht gelitten hat. Also wir haben leider zu lange, finde ich, ein träges Festhalten gehabt von ForscherInnen an diesen Begriffen Online-Sucht, Internetsucht, obwohl eigentlich aus meiner Sicht klar ist, dass man damit nicht weit kommt. Das ist ein guter Arbeitsbegriff, dass man sagt, da kann was drinstecken, aber man muss dann auch irgendwann mal den Schritt gehen, zu sagen, worüber rede ich denn jetzt? Und da muss es auch Studien geben, die sich Social-Media-Nutzung und Social-Media-NutzerInnen anschauen und deren Belastungserleben. Solange man das nicht macht und auf so einer vagen Ebene verbleibt, wie ja, Internetsucht und da ist irgendwie unter den Aktivitäten dann auch Social Media irgendwie besonders relevant. Das ist ein bisschen zu wenig, um so eine Störung zu erhärten tatsächlich. Die DRK-Studie hat es gemacht, ja, aber das ist ja auch eine Studie, die noch relativ neu ist. Na, und das ist halt das Thema. Computerspielsuchtforschung haben wir jetzt wirklich schon seit 10, 15 Jahren, die ersten Pionierarbeiten sogar schon vor 20 Jahren gehabt. Das hat so ein bisschen, das hat immer sehr langen Vorlauf, bis so eine Erkrankung wirklich anerkannt wird. Und es kann sein, dass die Social Media Disorder, vielleicht wird sie dann so heißen, Social Media Disorder könnte man sie so nennen, ja, warum nicht, dass die vielleicht irgendwann in den Katalog aufgenommen wird. Ist schon eine berechtigte Frage, nur die Evidenzlage, es wird dann immer geguckt, reicht die Evidenzlage zu einem bestimmten Stichtag X aus und man will eben vermeiden, dass man auch zu viele Diagnosen aufnimmt, ne? Also auch eine Überpathologisierung man macht, dass man also eine Krankheit quasi etabliert, die sich dann später als gar keine Krankheit herausstellt. Und das ist ja historisch auch schon oft genug passiert, dass man sich geirrt hat und psychische Störungen unterstellt hat, die keine sind. Bei der Kaufsucht, also sehen Sie das als realistisch, dass man das irgendwann aufnimmt? Oder könnte das unter anderen ICD-11-Kategorien landen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, können wir das bei Bipolar Borderline sonst was noch vorstellen? Also denken Sie, das würde etabliert werden? Da bin ich wirklich, da weiß ich, glaube ich, nicht viel mehr darüber als Sie. Das ist auch nicht so mein Forschungsgebiet. Könnte ich jetzt auch nur drüber spekulieren. Ist auch noch eine Frage? Mich interessiert eine Frage. Ich bin selber seit 50 Jahren in der Spieleentwicklung tätig. Hauptsächlich Brettspiele, auch Computerspiele. Und da interessiert mich das Phänomen, dass bei Computerspielen die Gefahr der Spielsucht extrem hoch sein kann, was man bei Brettspielen eigentlich so nicht sagen kann. Also es gibt viele, die spielen auch gerne und häufig Brettspiele, aber da gibt es diese Erfahrung bei uns. Oder jedenfalls worin sehen Sie da wohl den Grund? Das würde mich interessieren. Ja, also ich denke, ein ganz wesentlicher Unterschied, ein paar habe ich heute so angerissen, aber so ganz vollumfänglich Ihre Frage zu beantworten, ist gar nicht so einfach. Also zum einen liegt das sicherlich ein bisschen daran, ich hatte ja gesagt, es gibt so Monetarisierungsstrukturen in diesen neuen Spielen, in diesen Free-to-Play-Games,
wo man immer wieder zu Itemkäufen verführt wird und dann so glücksspielähnliche Mechanismen greifen. Das kann man in einem Brettspiel natürlich auch, so Zufallselemente durch den Würfel zum Beispiel, oder da sind Sie jetzt der Profi, nicht ich, aber da gibt es ja verschiedene Elemente, Karte zufällig ziehen oder so, dass man auch Zufallselemente hat in Brettspielen. Das kann man aber in Computerspielen sicherlich noch mal ein bisschen elaborierter machen. Man kann auch die Darstellung solcher Belohnungswirkungen ganz anders inszenieren, durch Soundeffekte, durch Lichteffekte, durch aufblitzende Erfolgsmeldungen. Man hat dieses soziale Vernetzungselement über das Internet noch zusätzlich sehr stark drin. Das wird sicherlich auch noch mal eine Rolle spielen. Das kommt eben so alles zusammen. Das heißt, es ist so, es gibt dann ja auch so gewisse Algorithmen, die dann greifen in diesen Spielen. Man kann die ja auch ein Stück weit so programmieren, dass sie dann auch Belohnungen in einer Weise ausschütten, dass möglichst das Spielverhalten aufrechterhalten wird, dass also gesehen wird, auch Mensch, da hat jemand, fängt an, jemand weniger zu spielen, dann kann ich auch die Belohnungsfrequenz vielleicht erhöhen. Also mit solchen maschinellen Algorithmen kann man natürlich arbeiten. Das kann natürlich ein Brettspiel so nicht machen. Das sind so Dinge, die alle zusammenkommen, wo ich sage, in der Summe wird das wahrscheinlich erklären, warum wir dann diese Situation so haben. Aber das ist eben auch noch die Forschung dazu in den Kinderschuhen. Also dieser Merkmalskatalog, den ich und Kollegen da jetzt demnächst veröffentlichen werden, der muss sich dann auch erstmal bewähren natürlich. Ne? Das kann auch gut sein, dass dann sich zeigt, da fehlen noch zwei wesentliche Merkmale oder irgendein Merkmal funktioniert gar nicht gut, das kann man nicht gut erheben oder das spielt gar keine so große Rolle, wie wir dachten. Da muss man sich wirklich vorstellen, da sind jetzt erst die Anfänge gemacht, das so richtig zu verstehen. Und solange man das Suchtpotenzial von Computerspielen noch nicht mal richtig versteht, auch noch nicht richtig nachgewiesen hat, was da eigentlich süchtig dran macht, ist natürlich diese Frage schwer zu beantworten auch, warum es dann im Vergleich zu anderen Spielformen problematischer ist. Gut, da hinten noch eine Frage und hier vorne. Dann würde ich vielleicht sagen, gehen wir ins Foyer. Können sich denn alle meine Folien so gut merken? Das ist ja phänomenal. Ich wüsste überhaupt nicht, was auf Folie 26 ist. Weil es einfach diese Beschreibung von solchen Fällen auch gar nicht in der klinischen Praxis gibt. Also Sie können ja mal telefonieren und fragen bei den Suchtberatungsstellen, wie viele Fälle von Music, Instrument, Playing, Addiction hatten Sie denn eigentlich im letzten Jahr? Da werden die wahrscheinlich sagen, was denn sein, kenne ich gar nicht. Und die sind ja offen für das. Das heißt, die sind ja offen dafür, tatsächlich Fälle zu behandeln, die da vor der Tür stehen und Hilfe brauchen. Ja? Oder sei es Angehörige, die sagen, mein Angehöriger hat hier ein Problem, die dann dort vorstellig werden. Das sind eben tatsächlich überwiegend diese Personen. Das spielt natürlich eine Riesenrolle, dass man dann klar sagen kann, offenbar scheint das eben dann nicht dazu zu führen, zumindest nicht in dem Ausmaß, oder es sind einfach viel zu wenige Fälle. Ich meine, dass es exzessive Verhaltensweisen geben kann im Bereich Sport oder wirklich so ganz intensiv, dass Menschen sich sehr intensiv einer Sache zuwenden und nichts anderes mehr machen, das kann man natürlich tatsächlich auch für andere Dinge annehmen. Das kann natürlich auch ein gesundes Ausmaß überschreiten. Klar, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber bei diesen Diagnosen wird natürlich immer geschaut, hat so eine Diagnose auch einen praktischen Nutzen? Gibt es da wirklich Studien, die das belegen können, dass da eine hinreichende Zahl von betroffen ist? Und dann führt das ja noch weiter. Dann führt das ja nachher noch weiter zu der Frage, kann man den Personen auch noch helfen? Ne? Das ist ja dann mal die nächste Frage, die wir heute ein bisschen ausklammern mussten. Aber das spielt dann alles da quasi rein in diese Erörterung. Sie hatten noch eine Frage? Ja, genau. In Wirklichkeit hat man eine Person, man denkt, die hat vielleicht eine Gaming Disorder, dafür selbst zu sensibilisieren oder vielleicht ja, diese Krankheit an sich zu fördern. Ja, das ist auch nochmal ein Thema für ein eigenes Seminar. Also, wesentliches Stichwort wäre: Sind Sie selber Sozialarbeiterin? Ja. Mhm. Motivierende Gesprächsführung tatsächlich als Technik ist da sehr gut geeignet, nachweislich.
Da gibt es auch an der FH immer wieder Angebote dazu. Und das ist eine Technik, mit der man so Menschen, die so in ambivalenten Situationen sind, die eben auch gar keine Problemeinsicht haben oder aber nur ahnen, ja, ich sehe schon ein paar negative Sachen, aber ich sehe auch genug Gründe, warum ich es weitermachen möchte, die also in so einer Ambivalenz sind. Da können Menschen sehr lange drin verbleiben. Da kann man diesen Menschen tatsächlich helfen mit dieser Technik, dass sie selber Motivation in sich selber erkennen, ihr Verhalten zu verändern. Das ist das Schöne an der Technik. Also man kommt nicht von außen mit so Ratschlägen. Also wenn Sie zu der Person nämlich hingehen und sagen, weißt du was, weißt du eigentlich, wie gefährlich das ist? Ich war heute bei einem Vortrag von Herrn Rehbein. Das und das passiert, wenn du weiterspielst. Dann kann ich Ihnen sagen, dann wird das alles noch viel schlimmer werden. Also dann, das sind die, grad von, die Ratschläge, dann erreichen Sie das Gegenteil, wenn Sie überhaupt was erreichen. Und da muss man wirklich dann, ja, ohne zu verurteilen, ein Gespräch führen, weil diese Personen ja auch ihr Verhalten gerne ausüben und sie selber darauf kommen lassen, dass vielleicht gewisse Dinge zu viel sind und nicht mehr gut sind. Und das kann man gut mit so einer Technik machen. Das kann man machen. Also, ja. Ja, musste ich heute leider auch ein bisschen überspringen. Ich hatte eigentlich auch dazu noch was mitgebracht zu Screening und zu Testverfahren. Es gibt zum Beispiel eins, ich kann da ganz kurz mal die Werbung noch eben einstreuen. Das ist nämlich auch eins, was ich selbst gemacht habe mit Kollegen. Das kann man. Ja, ist das jetzt weg? Naja, ich sag's mal, während ich es noch nicht gefunden habe, die CSS zum Beispiel, die Computerspielabhängigkeitsskala, ist ein Instrument. Gibt es aber noch ganz viele andere. Und das sind Verfahren, mit denen kann man sich selber, tatsächlich kann man selber ausfüllen, wie Sie gesagt haben, also Selbstberichtsinstrument. Und man kann es aber auch im Fremdbericht ausfüllen. Also man kann zum Beispiel auch für den eigenen Lebenspartner ausfüllen oder für das eigene Kind. Und ich teste jetzt gerade, ob Sie zu Epilepsie neigen bei so Lichtreizen. Bis jetzt ist noch keiner. Ist noch niemand kollabiert. Warten Sie mal, irgendwo, es ist nicht mehr da, oder? Verdammt. Oder habe ich es ganz hinten gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwo noch meine CSS hier nochmal promotet. Hier ist sie doch, Mensch. So, Computerspielabhängigkeitsskala. Da wollte ich eigentlich noch Werbung für machen. Das ist ganz gut, dass Sie mir die Vorlage dafür liefern. Das ist zum Beispiel so ein Manual, das kann man auch verwenden. Da gibt es aber auch noch weitere. Hier sehen Sie auch noch so ein paar andere Empfehlungen. Gibt auch kostenlose Sachen, die man im Internet finden kann. Auch Selbsttests, wie Sie sagen, die man so durchklicken kann. Und das kann tatsächlich schon dazu führen, dass man so ein bisschen ins Nachdenken kommt. Also ich habe ja heute auch die Symptome mal vorgestellt und wenn man dann über solche Symptome mal reflektiert und merkt, hey, ich habe ja wirklich irgendwie einen Kontrollverlust, ich habe ja wirklich irgendwie Beeinträchtigungen, die ich jetzt in Kauf nehme, das kann natürlich schon was bewirken, aber Sie sollten sich nicht zu viel davon versprechen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass jemand, der schon abhängig ist, so Fragebogen ausfüllt und dann sagt, das habe ich nicht gewusst, dann höre ich jetzt auf. Ne? Aber es kann natürlich so ein Einstieg sein, also dass man überhaupt mal darüber redet. Ja, genau. Und das ist lohnenswert, sich damit zu beschäftigen, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, Sie haben alle Hunger und ein bisschen Durst. Dann gehen wir jetzt ins Foyer. Könnt ihr ja gerne noch weiter sprechen und diskutieren. Und nochmal ganz herzlichen Dank an Florian Rehbein für den interessanten Vortrag. Sehr gerne. Danke.